In meinen Fotokursen und Workshops stelle ich immer wieder fest, dass Teilnehmern einfach irgendwo ein bisschen die Grundlagen fehlen oder sie nicht richtig verstanden haben oder ihnen auch gar nicht erst richtig erklärt wurden. Da höre ich dann doch, ja, ich habe ja mal so einen Grundkurs gemacht und ja, dann kommen die Fragen nach Verschlusszeit, nach Blende, nach ISO, nach dem Histogramm und vielen anderen Kameraeinstellungen, von denen ich erwarten würde, dass man sie in einem Grundkurs so erklärt bekommt, dass man sie auch versteht. Ich habe mir deshalb vorgenommen, eine kleine Serie zu machen, in der ich so die für mich wichtigen Grundlagen eben kurz und hoffentlich prägnant erkläre. Und heute fangen wir damit an. Und für heute habe ich mir gleich mal so einen richtigen Brocken vorgenommen, nämlich das Histogramm. Das Histogramm ist diese Kurve, die man sich an der Kamera oder auch im Bildbearbeitungsprogramm aufrufen kann, zu jedem einzelnen Bild. Und anhand dieser Kurve soll man beurteilen können, ob das Bild richtig belichtet ist. Dazu müsste man jetzt erstmal wissen, was macht diese Kurve eigentlich? Naja, sie tut nichts anderes, als dass die Pixel einmal durchgezählt werden. Nämlich, wie viel Weiße sind da, wie viel nicht ganz so Weiße, wie weniger noch weniger Weiße. Naja, ihr wisst also insgesamt, sind es 255 Helligkeitswerte, die dort durchgezählt werden. Man kann sich das noch in der RGB-Form, also rot, grün, blau, aufrufen lassen. Dann werden einmal die roten Pixel und die grünen Pixel und die blauen Pixel einmal durchgezählt, wie viele da sind. Und zu jeder Helligkeit wird dann eben quasi ein Strich, das ist eigentlich ist es so ein Balkendiagramm, nicht? So ein Strich dazugelegt. Und wenn man sich das in klein anguckt, dann sieht das eben aus wie so eine nette Kurve. Nun wird in vielen Grundkursen gesagt, ja, wenn es so in der Mitte ist, so diese Häufung der Töne in der Mitte ist, dann ist das Bild richtig belichtet. Das ist grundsätzlich falsch. Und ich zeige euch mal warum, weil das ist auch eine Art von Histogramm. Da haben wir ganz viele helle Töne auf dieser Seite und wir haben ganz viele dunkle Töne auf dieser Seite. In der Mitte ist nichts. Tja, warum wohl? Naja, relativ simpel, das ist, ich zeige euch das Bild dazu, es ist eine Nachtaufnahme. Da hat man tatsächlich ganz viel Weiß, klar, durch Lichter, Lampen, Laternen und so weiter. Und man hat ganz viel Schwarz, weil, naja, Nacht ist halt einfach eben dunkel. Also, falls man nicht gerade in der blauen Stunde fotografiert, sondern eben wirklich in der Nacht, dann sieht das dann eben so aus. Würde ich das Histogramm jetzt nach dem Histogramm so belichten, dass das alles in der Mitte wäre, geht hier in dem Falle gar nicht. Ja, weil die Extreme viel zu weit auseinander liegen, weil wir wirklich tiefes Schwarz haben und weil wir wirklich richtiges Weiß haben. Also mit einer Aufnahme kann ich das so nicht bewältigen. Ich zeige euch mal ein anderes Histogramm. Das da. So, jetzt wisst ihr ja, also hier auf der Seite sind die dunklen Töne, da sind die hellen Töne. Also da sollten helle Töne sein, sind aber nicht. So, große Frage, ist das Bild jetzt unterbelichtet? Man würde zunächst annehmen, ja, es ist unterbelichtet, das ist auch das, was man in Grundkursen lernt, wenn da auf der Seite so eine Lücke ist, dann ist das Bild unterbelichtet. Stimmt aber nicht, es ist massiv überbelichtet. Und jetzt zeige ich euch das Bild dazu. Das sagt euch natürlich erstmal gar nichts, aber auch dies ist ein Bild, das habe ich mitten in der Nacht aufgenommen. Also es war draußen stockfinster. Und es ist schon erstaunlich, was so eine Kamera alles an Licht noch einsammelt, wo unser Auge schon fast nichts mehr sieht. So sieht aber keine Nachtaufnahme aus. Sowas kann man machen, wenn man quasi wie so ein Rest irgendwas überwachen will, ja, vielleicht so ein Restlichtverstärker braucht oder so, ne? Dann kann man das so hell machen. Aber es macht keinen Sinn. Wenn ich eine Nachtaufnahme machen will, dann muss das viel, viel dunkler sein. Also dieses Bild ist tatsächlich überbelichtet. Also ihr seht, das mit dem Beurteilen vom Histogramm ist gar nicht so einfach. Also man muss immer gucken. Welche Helligkeitswerte hat denn mein Motiv? Und dementsprechend verteilt sich auch hell und dunkel. Also da gibt es ganz viele Beispiele aus dem ganz normalen Fotografenleben. Nehmen wir mal an, ihr fahrt in den Schwarzwald. Na, warum heißt der Schwarzwald? Naja, weil der Wald so dunkel ist und tatsächlich ein sehr dunkles Grün auch an vielen Stellen hat. So, jetzt fotografiert ihr da so eine schöne Landschaftsaufnahme. Und wundert euch vielleicht nachher, dass ihr so unheimlich viele dunkle Töne habt. Naja, die waren halt da. Dann sieht das Histogramm dann eben vielleicht auch schon mal aus, nicht wie so eine Kurve, sondern wie so eine Kurve. Das ist ganz normal, das ist auch nicht weiter schlimm. Wichtig ist immer die optische Beurteilung nachher am Computer. Und man kann sich anhand des Histogramms ein wenig heranarbeiten, aber das braucht eben ein bisschen Übung. Da muss man dann selber auch zu Hause immer wieder sich das mal angucken. Um zu sehen, ist so ein Bild gut belichtet oder nicht.
Warum reden wir überhaupt über gut und richtig belichtet? Wir haben doch diese tolle Automatikfunktion. Naja, das ist nochmal ein Thema für sich und das behandeln wir aber beim nächsten Mal. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Histogramm, auf der Seite werden die dunklen Pixel gezählt, dann kommen alle Grautöne dazwischen bis zu weiß. Und je nach Motiv ergibt sich eben dann ein ganz unterschiedliches. Ich zeige euch mal jetzt ein sehr spezielles Histogramm noch. Ihr seht, da gibt es ganz bestimmte Häufungen bei einigen Grautönen und einigen Schwarztönen und auch bei Weiß. Das Motiv sieht auch entsprechend interessant aus, nämlich das da. Und also auch so kann Histogramm aussehen. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.